Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam die Neuzugänge aus dem August an. Es sind 15 Bücher geworden, was ich tatsächlich ganz gut finde. Allerdings, wenn ich so neben mir schaue, denke ich, ach, doch ein bisschen viel in echter haptischer Form. Was an Tauschticket, glaube ich, zum Teil liegt. Nein, ich glaube diesmal gar nicht. Nein, aber an einem Tauschpaket, denn da sind 4 Bücher eingezogen. Und ich habe etwas Tolles, allerdings zählt das nicht auf den Sub, habe ich was Tolles in einem Bücherschrank entdeckt. Aber es sind 9 echte Bücher, die hier neben mir stehen. Es sind 4 E-Books eingezogen und auch 2 Hörbücher. Ich packe die Bücher unten in die Infobox, da kennzeichne ich auch, welche Bücher mir als Rezensionsexemplar dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurden. Und ich denke, wir starten einfach direkt mit dem ersten Buch. Und zwar ist das Erbe der 7 Inseln von Adelyn Grace. Das ist der 2. und abschließende Teil der Dilogie. Wir haben hier ja so ein bisschen ein Jugend-Romance-Fantasy-Buch, eine Reihe, wo es um Piraten geht, um Meerjungfrauen, um... Ja, vor allem waren wir im ersten Teil viel auf hoher See und ich habe den ersten Band zusammen mit der lieben Becky gelesen. Wir werden den jetzt auch im September gemeinsam lesen. Ich glaube, wenn ihr jetzt das Video seht, sind wir schon am Lesen. Und ich fand das eine richtig tolle Geschichte. Mir hat der Auftakt sehr gut gefallen. Ist doch ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, als wir es, glaube ich, beide erwartet hatten. Aber wir mochten so ein bisschen dieses, ja, mit den Piraten, mit den, auf hoher See sein und auch so ein bisschen dieser Fluch, der auf der Protagonistin lag. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt der zweite Teil sozusagen uns verspricht und werdet ihr dann auch in der Bücherwoche sehen. Dann habe ich doch bei Tauschticket 2 Bücher ertauscht und zwar war es sozusagen 2 für 1, beziehungsweise konnte hier ein bisschen gehandelt werden. Ich habe mir 2 Bücher von Martin Suter ertauscht. Ich habe von Martin Suter, ich glaube, schon 1 oder 2 Bücher gelesen und bin dann irgendwann über Business Class gestolpert aus dem Diogenes Verlag. Geschichten aus der Welt des Managements. Und ich habe das, ich glaube, irgendwo auf BookTube gesehen und dass das jemand sehr, sehr gut fand, auch toll getroffen. Und das Gefühl hatte ich dann auch so ein bisschen, wie ich mir den Klappentext gelesen habe. Denn es spielt auf dem glatten Parkett der Chefetagen im Dschungel des mittleren Managements und in der Welt der ausgebrannten niederen Chargen und beschreibt Riten und Eitelkeiten, Intrigen und Ängste einer stressgeplagten Zunft. Ja, und das fand ich tatsächlich ganz interessant und habe dann eben gesehen, dass es auch ein 2. Buch dazu gibt, was dann eben Abschalten heißt. Und hier ist die Business Class macht Ferien. Und ich bin von den Covern des Diogenes Verlags sowieso nicht der größte Fan. Und dass es jetzt auch noch 2 Formate gibt, da muss ich echt sagen, Also ja, ich weiß irgendwie nicht, warum es das in etwas größer gibt und in etwas kleiner, was da jetzt so richtig der Unterschied ist, außer der Preis. hat nicht mal Diogenes ein einheitliches Format. Ja, ich habe die beiden Bücher eben bei meiner Tauschpartnerin gesehen und dann haben wir eben so ein bisschen einen 2-zu-1-Deal irgendwie gemacht. Also ich habe ein Ticket gespart, weil sie natürlich auch einmal Portokastkosten gespart hat und durch dieses Zusammenlegen, also es lohnt sich auf jeden Fall immer mal anzufragen, wenn man bei jemandem mehrere Bücher vielleicht findet oder ähnlichem. Und ja, ich bin sehr gespannt auf Martin Suter und mal sehen, wann ich zu diesen Büchern greifen werde. Als Hörbuch ist dann von Nicolas Barreau eingezogen, Die Zeit der Kirschen. Dabei handelt es sich ja um die Fortsetzung zu Das Lächeln der Frauen, was ja schon locker 10 Jahre her ist, dass es erschienen ist. Und mir ist das ja auch bei den Neuerscheinungen schon so ein bisschen aufgefallen. Und jetzt habe ich bei NetGalley, da kann man E-Books und Hörbücher anfragen, habe ich eben gesehen, dass das Hörbuch angeboten wird. Und da dachte ich, Mensch, so eine romantische Liebesgeschichte klappt ganz gut auf den Ohren. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht so viel mehr über dieses Buch mehr. Ich habe da natürlich schon mal so grob den Klappentext mir angeguckt. Ich hatte noch überlegt, ob ich Das Lächeln der Frauen einfach vorab nochmal lese. Ich hoffe aber, dass das Buch trotzdem allein auch funktioniert. Natürlich die bekannten Charaktere mit einbringt. Aber ich bin da sehr, sehr gespannt aufs Hören und freue mich drauf. Dann ist der neue Stephen King bei mir eingezogen, Billy Summers, mit einem sehr, sehr coolen Cover. Wobei ich ja immer nicht so der Fan bin, wenn der Autorenname so präsent
auf ein Cover ist. Aber sonst finde ich es richtig, richtig cool. Und das ist auch schon gelesen. Ich habe auch darüber gesprochen. Wir haben hier ja eine Geschichte von einem, im Grunde Serienkiller, einem Auftragskiller, der aber eigentlich ein Kriegsveteran ist, der jetzt seinen letzten Job antreten möchte und dort ein bisschen was planen. Dann geht auch ein bisschen was schief. Dann hat er schon so ein bisschen eine Vorahnung und er bringt sich natürlich auch in diesem Bürogebäude ein und in seiner Nachbarschaft. Und dann nimmt die Geschichte aber einen Weg, den ich nicht habe kommen sehen, den ich auch nur so okay fand. Das Buch hat ja bei mir nicht ganz so gut abgeschnitten. Dennoch ist es natürlich bei mir eingezogen und ist auch ein richtiger Wälzer mit 700 Seiten und sieht im Übrigen auch von hinten richtig, richtig cool aus. Und ja, das Buch wandert jetzt ins King-Regal und ein bisschen was dazu gesagt habe ich ja schon. Ich denke mal, dass wir auch im Kingsiana-Hangout dann irgendwann im Oktober, November auf jeden Fall drüber sprechen werden, wenn dann die anderen Kingsianer es auch gelesen haben. Aus dem Conbook Verlag kann ich euch vorstellen, ein Krankenhaus im Kongo. Beim Conbook Verlag findet man so das ein oder andere richtig tolle Reisebuch, meistens eben mit persönlichen Erfahrungsberichten. Es ist von Robert Kösch. Wurde mir auch vom Conbook Verlag zur Verfügung gestellt und ich bin darüber gestolpert bei der Verlagsvorschau. Also Conbook da bin ich im Presseverteiler, da habe ich 3-4 spannende Bücher jetzt tatsächlich auch entdeckt und war super happy, dass ich hierfür auch eine Zusage bekommen habe, denn wir sind hier eben mit Robert Kösch unterwegs bei einem Hilfseinsatz und wie er damit eben versucht, die Welt ein bisschen besser zu machen und warum das gar nicht mal so einfach ist. Und ich finde das natürlich super spannend. Er ist 7 Monate in Zentralafrika unterwegs und möchte tatsächlich so ein bisschen die Welt ändern. Und wie ihm das vielleicht gelingt oder wie die Ansätze da sind und was er da im Kongo erlebt, das klang eben einfach so, so spannend, dass ich dachte, ja, über den Kongo weißt du noch viel zu wenig. Da freue ich mich wirklich sehr über das Buch und bin sehr, sehr, sehr neugierig. Dann sind im Grunde schon die 4, auf meine Liste gucken, die 4 Bücher von meinem Unpacking sozusagen hier eingezogen. Die liebe Anka hat ja wieder ein Blubberpaket auf Reisen geschickt, an dem Booktuber, Bookstagrammer, Leser mit teilnehmen können, Zuschauer. Und ich habe mir 4 Bücher rausgenommen, die ich euch jetzt im Schnelldurchlauf zeigen werde. Ich packe euch einfach das Unpacking nochmal unten in die Infobox. Da seht ihr auch, welche anderen Bücher noch drin waren, welche so vielleicht für mich in Frage kamen, auch welche Bücher ich dazu gelegt habe, also weil es eben ja auch ein Tauschpaket war. Schaut da gerne in die Infobox, da packe ich euch das rein. Zum einen ist eingezogen Der Morgen danach und Das Leben davor von Ann Napolitano. Da geht es um einen Jungen und einen Flugzeugabsturz, der uns eben das Leben davor und eben das Leben danach näher bringt. Soll wohl sehr emotional sein und auch sehr schön geschrieben sein. Da bin ich super, super neugierig. Dann ein Thriller, Freefall von Jessica Barry. Die Wahrheit ist dein Tod. Klang super, super spannend. Und ich bin ja ein paar Mal im Jahr in Thriller-Stimmung. Und ich habe tatsächlich nur noch 1 oder 2 Thriller auf dem Sub. Und einen davon lesen wir jetzt ja im September. Und auch im Oktober im Leseklub. Da werden jetzt 2 Thriller hintereinander gelesen. Der Leseklub ist auch unten in der Infobox. Freefall gehört da nicht dazu. Aber freue ich mich auf jeden Fall auch, es zu lesen. Ein weiterer Thriller ist bei mir auch eingezogen. Bittere Lüge von Karen Perry. Da hat mich vor allem das Cover sehr, sehr gecatcht. Und das Buch soll sein, dass man es nie mehr vergisst, ist ein fesselndes Psychodrama mit beklemmend emotionalen Reise. Und es ist ein Spannungshighlight aus Irland, emotionale Wucht, hintergründig und atemlos. Sehr, sehr neugierig, war ich sehr gespannt. Und dann ist der zweite Teil eingezogen, der Happy Ever After Reihe. Ich glaube, es ist fast ein bisschen hell, dass ihr das Cover jetzt gut seht, vielleicht so. Von Jenny Colgan, Wo dich das Leben anlächelt. Ich habe den ersten Band damals gehört, fand ihn auch richtig, richtig gut. Ist halt so ein wunderbarer Wohlfühlroman. Und wir sind hier ja, glaube ich, auch irgendwie in den Highlands, genau, in Schottland. Und ich weiß gar nicht, warum ich die Reihe dann nicht weitergehört habe. Und jetzt das echte Buch in haptischer Form habe ich mir tatsächlich eher mal so besorgt. Vielleicht wird es ja ein Highlight. Ich glaube schon eher, dass ich dazu tendiere, es zu hören. Vielleicht greife ich auch zum Buch. Vielleicht ergibt sich das dieses Jahr mal noch irgendwie und so in der Urlaubszeit. Und ich gucke einfach mal. Aber es hat mich sehr angesprochen und da freue ich mich auch schon sehr, sehr, sehr drauf.
eingezogen ebenfalls als E-Book ist Das Café der weißen Katzen von Anna Sullio. Ich hoffe, man spricht sie nach wie vor so aus. Auch ein Buch, was ich in diesem Monat schon gelesen habe. Ich habe mich hier sehr gefreut auf eine Protagonistin, die Katzen nicht mag, die Menschen nicht mag, die Katzen lieben, die dann aber in einem Katzencafé anfängt und eben einen Bezug zu den Katzen bekommt und eben auch merkt, wie Menschen so sind, die Katzen, Tiere lieben, wie sie sich selbst vielleicht verändert, wie ihr Leben irgendwie aussehen könnte und die eben ganz viel auch aus diesen Begegnungen zwischen Mensch und Katze sozusagen mitnimmt. Ist schon eher ein Buch für Tierliebhaber, besonders natürlich, wenn man Katzen mag und auch wirklich merkt, jede Katze tickt irgendwie anders. Und das hat mir sehr gut gefallen, da hatte ich mich sehr, sehr, sehr drauf gefreut. Dann in Silber ist eingezogen The Watchers von John Maas. Wissen kann tödlich sein. Ich bin ein großer, großer Fan von John Maas, besonders von diesen eher Spannungsromanen. Ich glaube, auch der ist wieder als Roman gekennzeichnet. Das ist ja das dritte Buch sozusagen im Bunde. Und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht von dieser Aufmachung. Wer sich an The One und The Passengers erinnert, weiß, dass The One zum Beispiel weiß war, ich glaube, weiß gar nicht, steht das irgendwo hinter mir, weiß war, da oben, das seht ihr glaube ich nicht, mit einem pinken Finger und einem pinken Buchschnitt. The Passengers war schwarz mit etwas Blauem und einem blauen Buchschnitt. Und hier hatte ich jetzt erwartet, weil wir hier so ein grünes Detail haben, dass wir einen grünen Buchschnitt haben. Und wir haben einen normalen weißen Buchschnitt. Und eigentlich ist mir der Buchschnitt wirklich total egal. Ähnlich wie ein Cover. Aber ich finde, also klar, es ist Silber, es schimmert, es hat schon was. Aber ich finde es mit diesem Buchschnitt jetzt irgendwie sehr einfach, langweilig. Also ich weiß nicht, warum man jetzt den Buchschnitt nicht einfach auch grün gemacht hat. Also so in Tradition der John Maas Bücher. Ich bin da echt ein bisschen enttäuscht und es ist echt Jammern auf hohem Niveau und ich bin echt happy, dass ich das vom Heine Verlag zur Verfügung bekommen habe. Aber, also versteht mich da echt nicht falsch, aber ich habe echt gedacht, warum ist das jetzt ein weißer Buchschnitt? Ja, wie ihr seht, ist hier schon ein bisschen was eingeteilt. Auch dieses Buch werde ich mit der lieben Maike zusammen lesen und freue mich da jetzt sehr darauf, dass es losgeht. Bin mega neugierig, denn wir sind hier im digitalen Zeitalter und Informationen sind wertvoller als Gold und Computer können aber gehackt werden und Files auch gestohlen. Und dann gibt es einen Cyberangriff und die britische Regierung nimmt ihre Staatsgeheimnisse offline, wandelt diese in genetische Codes um und implantiert, schwieriges Wort, sie in ausgewählte Zivilisten und das sind dann eben die Wächter, The Watchers sozusagen. Und wenn aber die im Grunde irgendwie was planen, zusammenkommen, dann weiß man eigentlich gar nicht mehr, wem man noch trauen kann. Klingt wieder super, super spannend, klingt natürlich schon nach Fiktion, aber gar nicht so an weite Zukunft. Bin ich super neugierig, was John Maas hier so ein bisschen uns im Grunde zeigen wird. Auch eingezogen ist das neue Hörspiel oder Hörbuch von Iva Leon Menger, Die schwarze Stadt, die erste Staffel mit 10 Folgen. Ich bin ja ein Riesenfan von Monster 1983, habe diese Trilogie wirklich inhaliert, absolut geliebt, sehr gefeiert. Steht nächstes Jahr so gedanklich ein bisschen auf meiner Reread-Liste und da möchte ich unbedingt wieder reinhören und ich habe da jetzt schon gefühlt richtig große, große Lust drauf. Hier habe ich tatsächlich gar nicht so mitbekommen, dass etwas Neues kommt, wurde dann von einer Freundin darauf hingewiesen und es geht eben tatsächlich um die schwarze Stadt, es geht um Verschwörungstheorien, es geht um Dinge, die im Urwald passieren, die anderen Menschen auch irgendwie passiert sind. Wir haben hier 10 Folgen, wir haben 9 Perspektiven, wir haben eine Reporterin, die jemanden im Grunde interviewt, wo wir viele Hintergrundinfos bekommen, die eben die einzelnen Perspektiven auch zusammenbringen. Ich fand, dass das super spannend klang. Ich fand den Einstieg großartig, den Mittelteil so ein bisschen meh, aber dann das letzte Drittel wieder toll und das Ende ist definitiv ein Cliffhanger und das hat uns, also mich wirklich sehr verstört zurückgelassen. Aber schon gehört und ich freue mich da definitiv auf Staffel 2. Werde aber wohl tatsächlich so ein bisschen abwarten, wie die Bewertungen sind, weil ich es doch an mancher Stelle sehr verwirrend fand mit diesen verschiedenen Perspektiven, dementsprechend auch diesen vielen Stimmen und auch die Autoren, die eben sehr bunt gemischt von der Qualität irgendwie geschrieben haben. Da muss ich mal gucken, wie da vielleicht der zweite Teil dann abschneiden wird. Auch
die letzte Bibliothek der Welt ist bei mir eingezogen von Freya Samson. Ein Buch, das mir, glaube ich, irgendwie im Dumont Verlag schon im April, Mai über den Weg gelaufen ist. Und ich dachte, das klingt so, so, so toll, das möchte ich auch unbedingt lesen. Wir treffen auf die schüchterne June Jones, die in einem britischen Dorf lebt und die ist mit Leib und Seele Bibliothekarin. Ihre besten Freunde sind die Menschen, denen sie Tag für Tag bei ihrer Arbeit begegnet. Egal, ob das eine Schülerin ist, ein älterer Mann, der Computer repariert oder eben auch einfach Leute, die in Ruhe dort lernen wollen, weil sie zu Hause eben keine Ruhe finden. Doch ihr wohlgeordnetes Leben gerät aus den Fugen, als die Gemeinde eben mit der Schließung der Bibliothek droht und dann trifft sie auch noch auf einen alten Schulfreund, wo so ein bisschen alte Gefühle wieder aufleben und ja, sie erkennt dann doch recht schnell, sie muss raus aus ihrer Komfortzone und sie engagiert sich eben zusammen in einer Gruppe für den Erhalt der Bibliothek und hat da auch so ein bisschen Angst vor ihrer Chefin und dann geht es auch ein bisschen um die Liebesgeschichte zu Alex und ja, wie da so ein bisschen das Leben spielt und sie lernt wohl in dieser Zeit sehr viel über sich selbst und mich hat das sehr angesprochen, weil ich natürlich Bücher liebe, weil ich total verstehen kann, wie es ihr mit ihrer Bibliothek geht, wenn man einen Job hat, den man liebt, in dem man aufgeht, der so eine Berufung ist und ich hoffe mir hier ganz viel Leidenschaft zum Thema Bücher, zum Lesen, aber natürlich auch die Liebesgeschichte, dass die im Fokus steht und eben auch diese Entwicklung, ihr Lebensweg sozusagen ein bisschen, der sie da eben verändert. Da bin ich super, super neugierig und freue mich da sehr aufs Lesen. Und das letzte Buch ist aus einem Verlag, der eher untypisch für mich ist, aber ich glaube in diesem Jahr schon das zweite Buch aus dem Fester Verlag. Und zwar die 10.000 Türen von Alex E. Harrow. Habe ich eben irgendwie beim Fester Verlag entdeckt. Mir ist das Cover aufgefallen, das ich richtig toll fand. Und dann natürlich auch der Klappentext, der mich sehr angesprochen hat. Zudem kosten die E-Books, ich weiß gar nicht, ob das immer der Fall ist, aber das ist jetzt schon das zweite oder dritte E-Book, was mir relativ günstig untergekommen ist. Ich glaube 5,99, also keine 6 Euro für das E-Book. Und das finde ich, ist wirklich ein E-Book-Preis, ich finde wirklich, dass es sich hierbei um einen E-Book-Preis handelt, wo ich wirklich bereit bin, den auszugeben. Ich finde ja immer so alles bis 9 bis 10 Euro für ein E-Book sind in Ordnung. Alles darüber hinaus finde ich einfach nur unverschämt. Hier muss ich echt sagen, finde ich es wirklich richtig, richtig toll, dass der Fester Verlag so tolle Preise macht. Ich habe noch ein Buch, was ein bisschen später kommt auf der Wunschliste und auch da liegt der E-Book-Preis so in dieser Region und da bin ich auch super, super gespannt. Aber um was geht es denn in die 10.000 Türen? Wir sind in einem weitläufigen Herrenhaus voller sonderbarer Schätze und dort treffen wir auf January, die selbst eine Kuriosität ist. Als Mündel des reichen Mr. Locke fühlt sie sich kaum anders als die Artefakte, die die Hallen schmücken. Sorgfältig gepflegt, weitgehend ignoriert und völlig fehl am Platz. Doch dann findet sie ein seltsames Buch, ein Buch, das den Duft anderer Welten verströmt und von Geheimtüren, von Liebe, Abenteuer und Gefahren erzählt. Jedes Umblättern enthüllt weitere unglaubliche Wahrheiten und langsam wird ihr bewusst, dass sie selbst mehr und mehr mit den Geschichten verkettet wird. Leute, klingt das nicht großartig? Also für jeden Büchernerd genau wieder eine Geschichte, wo man sagt, das ist die Liebe zu Büchern. Man ist hier an einem mysteriösen, geheimnisvollen Ort und alles fügt sich dann eben zusammen, wenn man darin liest in den Büchern. Und das klingt super, super spannend. Das hat mich so, so angesprochen. Und deswegen musste das Buch vom Fester Verlag einfach einziehen. Und ich bin sehr erfreut wahr, dass eben der Fester Verlag von diesen horrorbrutalen Büchern so ein bisschen auch mal wegkommt und man eben auch so ein bisschen was Gruseligeres, Düsteres findet. Und ja, ist mein zweites Buch aus dem Fester Verlag in diesem Jahr. Ich finde, das spricht für die positive Entwicklung, wahrscheinlich bei mir, wie auch beim Fester Verlag. Und ich bin super, super neugierig. Nach den 15 neuen Büchern ist auch noch ein Buch bei mir eingezogen, was nicht auf dem Sub landet, weil ich es schon gelesen habe, ich aber an dieser wunderschönen Ausgabe nicht vorbeigekommen bin. Und zwar geht es dabei um Vernunft und Gefühl von Jane Austen. Habe ich vor, keine Ahnung, 20 Jahren gelesen, als ich 3-4 Bücher von Jane Austen gelesen habe. Natürlich auch Stolz und Vorurteil und Emma und Ebbingham Road, ich weiß gar nicht, wie hieß das?
bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ja, so einiges von ihr gelesen. Ich bin nicht der größte Jane Austen-Fan, auch wenn ich es immer toll finde, wie sie die Zeit eingefangen hat und sie uns eben auf eine echte Zeitreise sozusagen mitnimmt. Aber Vernunft und Gefühl hatten mir schon immer besonders gut gefallen. Und ich habe ja im August, glaube ich, wenn es nicht sogar noch Juli war, den Film gesehen, der auch schon 25 Jahre alt ist, mit Kate Winslet und mit Hugh Grant und wer auch da alles mitspielt. Echt irre, der halbe Harry Potter-Cast. Alan Rickman sind mit dabei, auch die Schauspielerin, die Dolores Umbridge spielt und Sybil Trelawney spielt. Also ganz, ganz viele tolle englische Schauspieler, wie ich finde. Und mir hat die Verfilmung so, so viel Spaß gemacht, weil ich die auch wirklich schon 25 Jahre nicht mehr gesehen habe, dass ich so dachte, Mensch, es wäre eigentlich toll, wenn du das Buch irgendwie nochmal lesen könntest, wenn du es nochmal irgendwie hast. Und dann ist dieser Gedanke aber auch irgendwie wieder verschwunden. Und ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht und habe auch nicht auf Rebuy oder Medipops oder so geschaut. Und dann ist es mir hier aber beim Bücherschrank über den Weg gelaufen. Und zwar tatsächlich auch eher Zufall, nämlich an einem Bücherschrank, der bei uns an der Bahnhofsschranke im Grunde steht. Und also im Bahnübergangsschranke. Und wir da irgendwie mal kurz gehalten haben und ich eh zwei Bücher zum Abgeben dabei hatte und eigentlich nur ganz schnell hinhuschen wollte, abgeben wollte und wieder gehen wollte. Und dann hat mich das aber direkt so frontal angelächelt. Und dann dachte ich, was für eine schöne Ausgabe. Und auch wirklich noch, also sie sieht wirklich aus wie einmal gelesen. Also richtig, richtig toll. Obwohl ja auch das Buch, glaube ich, jetzt schon 2019, also durchaus auch schon wieder 2 Jahre alt ist, aber sieht echt aus wie einmal gelesen. Und ja, da freue ich mich drauf. Es ist die Übersetzung von Andrea Ott. Ich bin jetzt leider gar nicht so bewandert, was die Übersetzungen angeht, aber das ist definitiv mal ein Reread-Kandidat und da freue ich mich auch drauf, weil mir eben die Geschichte auch so noch in Erinnerung ist. Aber ich glaube, durch den Film, den ich jetzt gesehen habe, dachte ich, ach, so an alles erinnerst du dich doch nicht. Und ich dachte auch so ein bisschen, dass besonders diese Schwesternschaft mal noch ein bisschen anders im Buch war als in der Verfilmung. Aber ich freue mich da drauf und bin sehr gespannt, wie ich diese zwei ungleichen Schwestern auf der Suche nach der Liebe, ja, beim Reread sozusagen, finden werde. Und das waren sie jetzt, die 15, beziehungsweise, es ist der ganze Turm zusammengefallen, die 15, beziehungsweise 16 Bücher, die bei mir im August eingezogen sind. Ich bin sehr, sehr happy, einige schon gelesen, anderes noch nicht, aber ich freue mich auf jedes der Bücher, werde sie jetzt so nach und nach ins Subregal stellen oder eben, wenn schon gelesen, dann eben entweder nach hinten oder... Ja, Stephen King kommt ja immer ins Regal nach unten und ja, also optisch ist das natürlich schon ein schönes Buch. Aber ja. Ja, vielleicht habt ihr ja eins der Bücher auch bei euch einziehen lassen, beziehungsweise bin ich natürlich auch neugierig, welche Bücher sich so bei euch eingefunden haben im August oder was ihr auch vielleicht jetzt zuletzt erst gekauft habt und auch wie ihr vielleicht zu den E-Book-Preisen so steht. Ich weiß, da kann man einen Riesenfass aufmachen, aber vielleicht wollen wir uns da ein bisschen austauschen in den Kommentaren. Die Bücher alle unten in der Infobox, auch das Video zum Unpacking, schaut da super gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.